Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz heute am 13.03. zum Thema Coronavirus. Ist natürlich in aller Munde im Moment. Auch wir als Stadtverwaltung beschäftigen uns damit natürlich schon die letzten Wochen sehr intensiv. Die Situation hat sich nochmal ein wenig zugespitzt in den letzten Tagen. Insofern sind auch unsere Maßnahmen, die wir ergreifen wollen, glaube ich, von Konsequenz durchzogen. Das würden wir Ihnen gerne vorstellen. Grundsätzlich geht es um die Gratwanderung zwischen Panik auf der einen Seite vermeiden und auf der anderen Seite aber natürlich ein konsequentes, vorbeugendes, präventives Handeln. Dazu hat die Bürgermeisterkonferenz, die sogenannte AVW-Konferenz, am Donnerstag ein Maßnahmenbündel beschlossen, was ich Ihnen im Folgenden gerne vorstellen möchte. Wir würden dann nochmal zu weiteren Themen kommen, die auch im Land Nordrhein-Westfalen diskutiert werden, aber auch uns betreffen. Grundsätzlich gilt es bei uns um die Frage der Aufrechterhaltung der städtischen und kommunalen Infrastruktur. Das heißt, sowas wie Rettungsdienste, Müllabfuhr und so weiter auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch ein konsequenter Mitarbeiterschutz, der für uns im Vordergrund steht. All das unter einen Hut zu bringen, wird die Aufgabe der kommenden Woche sein. Wir haben Maßnahmen auch heute, die wir Ihnen vorstellen, die waren vor 3-4 Tagen noch undenkbar. Insofern sehen Sie, dass es eine gewisse Schnelligkeit gibt, die uns auch alle eingeholt hat. Und das gilt nicht nur für uns in Castrop-Rauxel, sondern eben auch im ganzen Land Nordrhein-Westfalen. Grundsätzlich aktuelle Situation in Castrop-Rauxel stand heute Morgen um 9 Uhr. Wir haben 7 infizierte Personen in Castrop-Rauxel und das Gesundheitsamt setzt sich dann jeweils mit den Personen in Verbindung und wird die weiteren Maßnahmen dort besprechen. Es gibt eine grundsätzliche Absprache zwischen dem Kreisgesundheitsamt, was eben am Kreis angesiedelt ist, und unserer Ordnungsbehörde. Herr Röhl als Leiter der Ordnungsbehörde und Herr Eckert als zuständiger Dezernent sind da im permanenten Austausch. Die Bürgermeisterkonferenz hat beschlossen, dass ab kommenden Montag Verwaltungsdienstleistungen heruntergefahren werden, was den öffentlichen Personenverkehr angeht. Das heißt, dass wir zum Beispiel im Bürgerbüro keine Situation mehr haben, wo man ohne Termin kommen kann, sodass Wartesituationen im Wartebereich vermieden werden. Das Gleiche gilt auch für das Jobcenter und auch für andere soziale Bereiche. Das heißt, Termine im Rathaus sind ab Montag nur noch möglich mit telefonischer Vorankündigung, nach Absprache oder eben mit Terminen, die man sich über das Internet beim Ordnungsamt besorgt hat. Das heißt auch, wir werden die Zugänge zum Rathaus einschränken. Es wird ab Montag nur noch möglich sein, das Rathaus über den Forumsplatz Eingang B zu betreten für die Bürgerinnen und Bürger. Und dort werden Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung auch am Eingang stehen und entsprechend mit den Menschen in Kontakt kommen und schauen, dass eben nur noch die Menschen mit Termin bei uns Einlass finden. Alle anderen werden höflich gebeten, sich einen Termin zu besorgen. Natürlich sind die Kollegen daran angehalten, auch auf Notfälle zu achten und werden damit Augenmaß eine Lösung finden. Weitere Verwaltungsdienstleistungen heißt auch sofort, ab sofort werden alle Geschäftsstellen, auch das Haus der Jugend an der Bochumer Straße, entsprechend für den Publikumsverkehr gesperrt. Wir werden die VHS-Geschäftsstelle schließen, aber auch Maßnahmen beim Standesamt werden eingeleitet, das heißt zum Beispiel Trauungen werden ab sofort nur noch mit 30 Personen durchgeführt. Das ist sehr, sehr ärgerlich, gerade für die Menschen, die sich auf den schönsten Tag im Leben vorbereitet haben, aber eine notwendige Maßnahme auch, um unsere Kolleginnen und Kollegen zu schützen, aber auch alle anderen Gäste, die da sind. Daher werden auch Trauungen nicht mehr in einem etwas kleineren Raum durchgeführt, sondern nur noch hier im Ratssaal, um eben auch einen großen Raum zu bieten für die Gesellschaft, die dann da ist. Das Gleiche gilt für Veranstaltungen mit Personenzahlen über 30 Personen, die von uns als Stadtverwaltung organisiert werden, die werden grundsätzlich abgesagt. Ein Satz noch zu Bestattungen. Bestattungen sind nicht betroffen, die werden natürlich selbstverständlich durchgeführt, auch ohne Personenbeschränkungen. Dort werden wir mit Hygienemaßnahmen und Kontaktvermeidung eben auf die Besucher einwirken. Wir haben für die Kolleginnen und Kollegen im Hause einige Maßnahmen vereinbart, auch präventiver Natur. Das heißt, wir wollen dafür sorgen, dass, wenn uns der Virus auch hier im Hause ereilt, nicht alle Kollegen betroffen sind, sodass wir ab Montag auch viele Kolleginnen und Kollegen ins Homeoffice schicken. Dazu haben wir mit dem Personalrat auch gesprochen und mit den Kollegen im Hause und haben sehr hemdsärmelige, einfache Maßnahmen besprochen,
sodass wir die Mitarbeiterzahl im Hause, die anwesend sind, reduzieren werden am Montag, sodass wir auch immer eine Personalreserve haben, falls uns dann natürlich auch das Schicksal ereilen sollte, dass wir Kollegen in der Quarantäne haben. Heißt aber auch grundsätzlich für die Bevölkerung, dass sich Dienstleistungen bei uns entweder verzögern werden, die Bearbeitung verzögern wird oder aber auch für einen Zeitraum nicht zur Verfügung stehen werden. Da bitten wir natürlich um Verständnis, wie überall im öffentlichen Leben gibt es eben auch bei uns Einschränkungen. Weitere konkrete Maßnahmen: Wir werden ab sofort das Hallenbad schließen, die Stadtbibliothek wird nicht mehr zur Verfügung stehen und natürlich auch das Bürgerhaus und die Bürgerhausgalerie nicht mehr öffnen. Und wir halten uns da mit dem Fußball-Leichtathletikverband in Absprache, der ja auch schon in den letzten Tagen und auch heute nochmal signalisiert hat, Spielbetrieb bis zum 19.04. einzustellen. Unsere Maßnahmen gelten erstmal persönlich bis zum 1.05. einschließlich, also 1. Mai daneben. Notunterkünfte bleiben selbstverständlich geöffnet, sodass da auch Sorge getragen wird. Kindergärten und Schulen. Es wird um 14.30 Uhr eine Pressekonferenz des Ministerpräsidenten geben, wo die Maßnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen verkündet werden. Dem werden wir entgegenharren und werden uns als Bürgermeister dann um 18 Uhr nochmal in einer Sonderbürgermeisterkonferenz treffen, um das weitere Vorgehen für Kindergärten und OGS in Castrop-Rauxel zu besprechen. Das ist keine ganz triviale Maßnahme, weil wir auf der einen Seite Betreuung sicherstellen müssen für das, ich sag mal, kritische Personal, Krankenhauswesen, Ärzte und so weiter, aber auch unsere kommunale Infrastruktur, Feuerwehr, Reinigungsdienste und so weiter. Das heißt, da muss Betreuung sichergestellt sein, aber auf der anderen Seite eben ein möglichst größerer Schutz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht nur bei unserer eigenen, sondern auch der freien Träger, sodass wir dort die Zeiten und die Schließungen vornehmen werden, sofern der Ministerpräsident gleich das Ganze für die Schulen um 14.30 Uhr eben verkündet. Dazu wird es dann sehr ad hoc Informationen geben, das können wir eben zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht einschätzen, werden aber über die üblichen Kanäle die Bevölkerung auf dem Laufenden halten, würden Sie auch als Presse da bitten, herzlich mitzuhelfen, da eine größtmögliche Verteilung zu erreichen. Das können wir aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig abschätzen. Darüber hinaus hat die Bürgermeisterkonferenz beschlossen, alle eigenen Veranstaltungen, die in städtischer Obliegenschaft sind, bis zum 1.5. eben abzusagen, sowohl Indoor als auch Outdoor. Das heißt, der Sternenmarsch zum Beispiel am Samstag ist sowohl abgesagt wie auch die Frauenkulturtage, die restlichen Veranstaltungen, und es finden nur notwendige Veranstaltungen statt. Die Frage ist, was ist notwendig? Die Bezirksregierung Münster hat sowas zum Beispiel wie die Ratssitzung definiert, ist ein notwendiges Organ. Alle anderen Sitzungen, Veranstaltungen sind nicht notwendig, das heißt, sie werden auch konsequenterweise abgesagt. Für zukünftige Veranstaltungsgenehmigungen gilt eben bis zum 1.5. der Stopp. Alles, was darüber hinausgeht, wird sich im Einzelfall mit den Ordnungsbehörden ergeben. Wir werden täglich, wöchentlich eine neue Lagebeurteilung vornehmen und abschätzen, ob der Zeitpunkt vom 1.5. hinausgeschoben wird, eben bis zum eine Woche immer verlängert, 8.5. und so weiter, sodass wir da wöchentlich auf dem Laufenden halten werden, was den Sachstand für abgesagte Veranstaltungen gibt. Das ist ein erster Überblick der abgesagten Veranstaltungen. Das wird sich noch ergänzen im Laufe der Zeit. Wir haben die Abfrage an alle städtischen Einrichtungen und Bereiche, die stellen gerade einzelne Maßnahmen zusammen, sind aber auch mit den Trägern im Gespräch, welche Maßnahmen da noch sind. Die Ordnungsbehörde wird sich angucken, welche bereits genehmigt sind, und mit den Veranstaltern in Kontakt treten, um dort weitere Veranstaltungen abzusagen. Wir haben eine herzliche Bitte. Ich habe schon mit der einen oder anderen Kirchengemeinde heute gesprochen. Es gibt erstmal keine Beschlusslage im Regierungsbezirk Münster, dass Gottesdienste oder Moscheebesuche eingeschränkt werden von behördlicher Seite. Gleichwohl gilt natürlich auch hier die herzliche Bitte und der Appell, dass, sofern man Veranstaltungen durchführt, Gottesdienste durchführt, die mit einem gebührenden Abstand zwischen den Gläubigen durchzuführen sind, beziehungsweise dass die Personenanzahl begrenzt wird und im Idealfall auch abgesagt wird. Ich weiß, dass da die unterschiedlichen Kirchenträger auch gerade in der Diskussion sind und Empfehlungen aussprechen. Wir schließen uns ausdrücklich dem Appell an, dass möglichst die Veranstaltung abgesagt wird.
Weiteres Vorgehen für uns, für Sie: Wir werden ab Montag dann tägliche Pressemitteilungen und Lageberichte der Stadtverwaltung herausgeben mit den aktuellen Informationen. Natürlich auch nochmal die Bitte und der Hinweis an die Bevölkerung zu geben, dass es auch die Pressemitteilung des Kreises gibt, über das Kreisgesundheitsamt, aber auch eben die Internetseiten sowohl des Kreises als auch der Stadtverwaltung. Es gibt darüber hinaus behördeninterne Treffen. Wir werden als Stadtverwaltung uns täglich zusammensetzen ab der nächsten Woche, und auch Treffen zwischen den Bürgermeistern und der Ordnungsamtsleiter wird auf Kreisebene eben wöchentlich stattfinden, wahrscheinlich sogar eher mehrmals die Woche, um die aktuelle Lage zu besprechen und immer wieder neue Maßnahmen einzuleiten. Dabei gilt eben, man darf nicht den ersten Tag mit dem 10. Tag vergleichen, also Maßnahmen, die am ersten Tag noch in weiter Ferne stehen, sind am 10. Tag geradezu angeraten. Das ist eine Entwicklung der Krise, das konnte keiner vorhersehen, und wir werden auch nicht abschätzen können, in welcher Geschwindigkeit sich der Virus in den nächsten Tagen ausbreitet. Wir tun alles dafür, dass sich das möglichst verlangsamt. Deswegen auch jetzt das Herunterfahren. Wir sind noch in der Prävention, wir sind noch nicht im Bereich des absoluten Krisenmodus. Wir haben zum Beispiel einen Pandemieplan für die Stadtverwaltung Castrop-Rauxel erarbeitet. Wenn es zu einem Worst-Case-Szenario kommt, wir setzen jetzt einige Teile davon in Kraft, sehr bewusst nicht alle Teile, um eben präventiv die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen zu können und damit auch die Sicherstellung der öffentlichen Dienstleistungen gewährleisten zu können. Das erfolgt immer wieder tagesaktuell. Wir werden noch Fragen bekommen aus der Bevölkerung, Fragen aus dem Hause, die wir nach und nach entscheiden werden und auch bekommen werden. Wir können jetzt noch aktuell nicht alles überblicken. Daher bitten wir um Verständnis. Es wird also tagesaktuell neue Entscheidungen geben, über die wir Sie am Laufenden halten. Ich würde mich Eckert noch mal bitten zu ergänzen. Aus seiner Sicht, er hat mich nämlich in den letzten Tagen auch vertreten, da ich krankheitsbedingt, übrigens nicht Corona-bedingt, ausgeschieden bin. Vielleicht nochmal, und dann Kollege Vogel von der Feuerwehr und Thorsten Bert von Kampen nochmal vom EUV die aktuellen Maßnahmen zu begleiten. Michael Eckert. Ja, zu ergänzen gibt es eigentlich nicht viel. Der Bürgermeister hat das vorgetragen, was mit großer Einmütigkeit auf der Hauptverwaltungsbeamtenkonferenz beschlossen wurde. Das, was wir in Castrop-Rauxel machen, werden Sie fast gleich in den anderen Städten des Kreises auch wiederfinden. Wir haben uns da gestern für eine sehr präventive Linie entschieden. Ich möchte aber an dieser Stelle auch nochmal ganz einfach sagen, Verwaltung kann sich auch nicht als erster vollständig wegducken. Deshalb ist es für uns ganz wichtig, auch das Verwaltungshandeln aufrechtzuerhalten in vielen Bereichen, soweit das geht. Das ist immer ein Abwägen zwischen Mitarbeiterschutz und dem, was Bevölkerung, was die Bürger von uns erwarten können. Eine Ergänzung, die gerade noch gekommen ist: Ich habe kurz vor der Pressekonferenz noch mal mit dem WLT gesprochen. Das WLT stellt auch den Spielbetrieb natürlich ein, auch wenn es sich da um die Stadtteilorganale von unter 1000 Leuten handelt. Das ist für die auch sehr kritisch, aber in der Hinsicht wird zukünftig auch erstmal bis zum 1. Mai kein Spielbetrieb stattfinden. Zum Thema, wie gehen wir hier mit Infektionsschutzmaßnahmen um, kann dann vielleicht wirklich der Kollege Vogel was sagen. Wir haben also auch schon Anfang der Woche die Feuerwehr mit eingebunden, die ja auch Erfahrungen hat im Rahmen des desinfizierenden Reinigens, hier die Reinigungskräfte auch im Rathaus anzulernen, dass entsprechend Hygienemaßnahmen verstärkt getroffen werden könnten, um Mitarbeiter zu schützen und auch natürlich die Besucher, die auf Anmeldung dann ja immer noch ins Rathaus können, bis auf Weiteres. Wie das nächste Woche aussieht, wissen wir noch nicht. Das wäre jetzt erstmal so der Rat. Vielen Dank. Vielleicht Herr Vogel nochmal aus Sicht der Feuerwehr. Ja, gerne. Aus Sicht der Feuerwehr halte ich die eingeleiteten Maßnahmen für notwendig und klug. Natürlich wollen wir den Kontakt zwischen Menschen, Kundengröße, Verkehrsströme verringern. Das ist sicherlich naheliegend und wird auch die Ausbreitung bremsen. Wenn Sie mich fragen, wie ist denn die Stimmung bei der Feuerwehr? Wir stehen ja mit der Polizei, mit den Krankenhäusern in der ersten Reihe. Dann kann ich Ihnen sagen, die Stimmung ist eigentlich ganz gut. Warum ist das so? Das liegt sicherlich daran, dass das Thema für uns jetzt nicht neu ist. Wer Rettungsdienst macht, der wird in Hygiene ausgebildet.
der fährt auch schon mal eine Infektionsfahrt, Tuberkulose oder was es so gibt. Und deshalb sind wir eigentlich so ein bisschen daran gebunden und auch ausgebildet. Von daher halten wir das zunächst mal für ein kalkulierbares, akzeptables Risiko. Und ansonsten, wenn nur Häuser läuft, was man akzeptieren kann, schon von Ausbildung und kann man das als kalkulierbares Risiko akzeptieren und muss sich damit auch nicht unwohl fühlen. Deshalb sind wir auch gerne bereit, unsere Kollegen zu schulen. Wir haben zeitnah einen Termin, um die Reinigungskräfte zu schulen, in desinfizierender Reinigung, dass wir entsprechend die hygienischen Maßnahmen dann auch in der Verwaltung umsetzen können. Auch die Stadtreinigung ist wichtig. Wir werden also auch unsere Kollegen entsprechend Schulen unterweisen und was notwendig ist, auch unterstützen. Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel. Von daher ist die Stimmung bei uns gut. Wir werden uns natürlich auch nicht abmelden, genau wie die Polizei das nicht tun wird oder die Krankenhäuser. Darüber hinaus ist das auch eine Chance, zu schauen, ob unsere Strukturen in Ordnung sind oder wo wir es verbessern können. Man kann ja so diese Just-in-Time-Anlieferung von Gutern immer kritisch betrachten. Man kann sich überlegen, wo wir Material puffern möchten, welche Ressourcen wir verbessern können. Von daher ist das auch eine gute Gelegenheit, etwas für unsere Zukunft zu tun. Vielen Dank. Vielleicht Klaus Werfenkampen nochmal zu den Maßnahmen beim EOV. Ja, sehr gerne. Der EOV Stadtbetrieb hat seinen betrieblichen Pandemieplan ausgelöst. Das heißt zunächst einmal, dass alle bisher öffentlich zugänglichen Bereiche gesperrt sind. Wir bleiben aber weiterhin telefonisch und per erreichbar. Des Weiteren unternehmen wir alle Maßnahmen oder alle vorbereitenden Maßnahmen, um die kritischen Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge sicherzustellen. Das bedeutet insbesondere Sicherstellung der Restmüllabfuhr, der Abwasserbeseitigung und der Verkehrssicherung. Darüber hinausgehende Maßnahmen oder Aufgaben des Stadtbetriebs werden wir nach und nach herunterfahren, um auch Personal freizusetzen. Entweder um die unmittelbare Ansteckungsgefahr zu verringern oder auch um eine Personalreserve zu schaffen. Das heißt, wir werden viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einen Stand-by-Modus versetzen, um dann gegebenenfalls gerade diese kritischen Aufgaben nachbesetzen zu können und eben erfüllen zu können. Das zieht aber auch nach sich, dass wir Veranstaltungen des EOV, wie die Frühjahrskirmes oder auch eben die Maßnahmen im Platzverweis dem Dreck, aus Gesundheitsvorsorgegründen absagen müssen. Ja, vielen Dank. Nochmal Ergänzungen von Seiten. Nochmal der Hinweis, es gab nochmal parallel jetzt um 12 Uhr gibt es eine Pressekonferenz der Busunternehmen, die nochmal darauf hinweisen, dass sie auch ab sofort darum bitten, hinten einzusteigen. Die HCR sperrt den Vordereinstieg in den Bussen und bittet um Einstieg hintenrum und sich im Vorfeld eben das Fahrticket am Schalter bzw. am Automaten zu besorgen und nicht mehr im Bus. Das empfiehlt dann auch die Kooperation, die KÖR, also alle Unternehmen, Bogestra, DSW 21, HCR, Urban, Festische und so weiter. Ja, gibt es Fragen von Ihrer Seite? Das ist ja nun, ich mache mal das Mikro an, damit man uns draußen im Stream auch versteht. Das ist ja nun relativ weitreichende Maßnahmen. Der EOV löst seinen Pandemieplan aus. Sie haben gesagt, Herr Krawania, der richtige Pandemieplan ist noch nicht komplett ausgelöst. Das heißt, es wäre noch ein größeres Szenario. Aber Frage, wie schätzen Sie das ein? Wie groß ist jetzt gerade die Beunruhigung in der Bevölkerung und wie groß muss sie eigentlich sein? Wie groß sie ist, lässt sich an bestimmten Facebook-Kommentaren, Dingen, die wir mitbekommen, immer ablesen. Das mögen wir gar nicht beurteilen. Wir können die aus fachlicher Sicht, können wir Ihnen sagen, dass wir eben noch nicht voll ausgelöst haben. Wir machen sehr viele präventive Maßnahmen, um eben ein Szenario der großmöglichen Ansteckung zu verhindern. Das ist unsere Aufgabe, gleichzeitig eben besonnen zu handeln, konsequent. Das tun wir, indem wir Veranstaltungen absagen, indem wir die Maßnahmen, die ich gerade skizziert habe, auslösen, aber eben noch nicht voll auf den Krisenmodus umstellen, weil wir eben noch Aufgaben zu erfüllen haben. Das ist der Spagat, in dem wir uns bewegen, sowohl Feuerwehr als auch anderes eben sicherzustellen. Und das geht eben nur mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deswegen machen wir eben nicht komplett dicht.
sind Sie unter den Gegebenheiten, klar, blicken in die Glaskugel, ist gerade bei diesem Thema sehr schwierig, aber man hat ja in Anführungsstrichen Vorbilder, gerade aus China oder aus Italien. Sind Sie da eher gelassen oder eher beunruhigt, wenn Sie so mal über die nächsten zwei Wochen nachdenken, worüber wir dann möglicherweise sprechen? Grundsätzlich bin ich ein leidenschaftlicher Typ, ja, aber an der Stelle ist Leidenschaft und Emotionen der beste Wegbegleiter, den man haben kann, sondern die Rationalität. Und insofern, ich hätte rational vor 3 Tagen nicht gedacht, dass ich heute vor Ihnen sitze und alle Veranstaltungen der Stadt absage. Deswegen wage ich den Blick in die Glaskugel nicht, sondern verlasse mich da auch auf die Dinge, die von außen kommen, die Expertinnen, die Kolleginnen und Kollegen aus den übergeordneten Behörden, die immer wieder Anweisungen geben. Und an denen orientieren wir uns, um dann weitere Maßnahmen in Gang zu setzen. Jetzt können wir auch da nicht vorbleiben. Sie haben angekündigt, um 14:30 mit Armin Laschet, der Herr Ministerpräsident, auch etwas zu Schulen sagen, was für Sie dann auch Auswirkungen auf die Kindertagesstätten haben wird, wenn ich das richtig verstanden habe, und auf die offenen Ganztagsschulen. Vielleicht kann Frau Kleff auch etwas dazu sagen. Sie haben das schon angedeutet, dass Sie dann in der Konferenz heute Nachmittag noch darüber sprechen müssten, wie man Betreuungsengpässe möglicherweise abdecken kann. Gibt es da schon Vorüberlegungen? Wird es Notfallgruppen geben? Sollte es zu einer Schließung kommen? Vielleicht können Sie da schon mal einen kleinen Ausblick geben. Ja, auch hier würden wir gerne ein abgestimmtes Verfahren auf Kreisebene anstreben. Mit den Sozialdezernenten sind wir da schon in der Rücksprache. Würden dann gegebenenfalls Notgruppen anbieten und die aber für bestimmte Berufsgruppen auch vorhalten, um da eben sicherzustellen, dass diese Eltern dann auch weiterhin ihren Dienst ausüben können an der Stelle. Aber da sind wir wirklich sehr daran, die Familie auch möglichst schnell zu informieren. Wir werden jetzt auch schon mal Kontakt zu den Kitas aufnehmen, um das auch sicherzustellen, dass das im Hintergrund läuft. Man muss jedoch dazu sagen, sollte es zu einer Kita- und Schulschließung kommen, müssten wir einige Tage im Vorlauf haben. Das heißt, zu Beginn der Woche würden wir wahrscheinlich alles erstmal schließen müssen. Da warten wir aber jetzt zunächst mal auf, wie das Land sich erklärt an der Stelle. Wir würden allerdings in der Tat eine Analogie herstellen. Wenn es zur Schulschließung kommt, würden wir Kita OGS natürlich analog schließen. Wenn ich das ergänzen darf, das Wichtigste für uns ist ja ein Gleichklang, ein Gleichschritt. Es macht ja keinen Sinn, statt A macht eine Maßnahme, statt B nicht. Dann, also insofern ist da der Gleichklang wichtig, die Vorabstimmung, und dann möglichst auch dezidiert antworten zu können. Mache ich ein Beispiel. Wichtig ist eben, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kritischen Infrastruktur auch weiterhin eine Betreuung finden. Soweit so klar. Jetzt müssen wir aber definieren, was ist denn alles dann die kritische Infrastruktur? Ja, also ist es die Verkäuferin, die im Lebensmittelladen uns die Möglichkeit gibt, die Nahversorgung sicherzustellen? Ist es die Feuerwehr? Glaube ich definitiv. Also da gibt es viele, viele Abstufungen. Und insofern muss man das sehr besonnen und sehr bewusst machen und vielleicht auch in Abstufungen machen. Aber all diese Fragen werden eben gerade geklärt zwischen den Sozialdezernenten und aber übrigens nicht nur im Kreis Recklinghausen, sondern eben auch darüber hinaus, weil es ja nicht nur eine Entscheidung des Kreises Recklinghausen ist. Jetzt gab es schon vor ungefähr 2 oder 3 Wochen Hamsterkäufe, das heißt, Leute sind in Lebensmittelgeschäfte gegangen und haben neue Nudeln gekauft für die nächsten, weiß ich nicht, paar Monate. Ein Beispiel, befürchten Sie jetzt vielleicht gerade jetzt nach diesem Verlauf, dass das noch zunimmt? Was könnte Stadt oder was könnte Öffentlichkeit eigentlich dagegen tun? Oder ist das ein rein wirtschaftliches Denken, das dahinter steht? Und da vertrauen Sie möglicherweise auch die Einzelhändler, dass sie vielleicht Sachen rationieren? Oder wie stellen Sie sich das vor? Also noch sind wir nicht dabei, unseren Staat für besondere Ereignisse einzurufen, um die Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Das können wir mal in ein paar Wochen diskutieren. Im Moment ist es uns eher genau dieses Signal, zu sagen, nein, ja, wir fahren jetzt runter an 1, 2 Stellen, wir machen das nicht Notwendige, werden wir einstellen, um eben auch eine Personalreserve zu haben aus unserer Sicht, aber gleichzeitig eben die wichtigen Dinge des Lebens weiter laufen zu lassen. Das heißt, die Feuerwehr fährt weiter, das Ordnungsamt ist weiterhin da an verschiedensten Stellen, da wo es gebraucht wird. Der Müll wird weiter abgefahren, also eine gewisse Normalität eben mit einer Perspektive der Sicherheit bieten zu können. Und dieses Signal ist auch wichtig für die Bevölkerung, um eben zu sagen, nein, wir brauchen da keine Hamsterkäufe, sondern auch morgen wird noch jemand in einer Supermarktkasse sitzen können und Lebensmittel verkaufen und morgen kommt noch jemand und wird den Müll abholen und die Feuerwehr kommt auch, wenn sie gerufen wird. Also genau das ist die Botschaft eben dahinter, nein, ich brauche keine Hamsterkäufe, sondern die Normalität geht weiter. Mit Einschränkungen. Vielleicht letzte Frage, wir sind alle jetzt keine Virologen, Sie da vorne auch nicht. Es gibt ja aber gerade was Thema Schulschließung angeht, gab es jetzt auch letzte Woche unterschiedliche Haltungen dazu, die sich auch für jeden Tag dann nochmal wieder überholt haben. Jetzt inzwischen ist, glaube ich, tatsächlich Stand der Dinge, viele sind eher dafür, Schulen und Kitas zu schließen.
schließen, während in Mitte der Woche noch hieß, eigentlich besser nicht. Die eine Befürchtung ist, dass möglicherweise Familien jetzt dazu übergehen, dann die Kinderbetreuung intern zu lösen und möglicherweise zum Beispiel Großeltern da stärker mit einzubinden, die aber natürlich auch extrem gefährdet sind, weil sie möglicherweise schwerer erkranken als jüngere Menschen. Können Sie da irgendwas tun, auch mit Blick auf die mögliche Schließung, die dann jetzt nächste Woche ansteht? Oder wie würden Sie damit umgehen? Da können wir nur an den gesunden Menschenverstand appellieren, zu sagen, ja natürlich wollen wir gerade, deswegen tun wir es ja, die älteren und vielleicht gesundheitlich angeschlagenen Menschen der Bevölkerung schützen. Das ist ja unser Ziel dahinter. Und wenn man dann im Zweifel gesundheitlich angeschlagene Menschen in die Betreuung von Kindern einbezieht, ist das vielleicht eher keine kluge Idee. Da setzen wir schon auf den gesunden Menschenverstand. Wir konzentrieren uns vor allen Dingen auf die Sicherstellung der Infrastruktur, deswegen eben auch die perspektivische Abfrage in den Kindergärten, wer in welchem Job arbeitet, wer muss eben auch unter den Bedingungen überhaupt eine Betreuung sichergestellt haben, sodass das öffentliche Leben in Ruhe erstmal weitergehen kann. Und das ist ja unser alles Ziel, unser allgemeines Ziel als Stadtverwaltung. Ergänzung nochmal, habe ich irgendwas vergessen? Oder haben wir irgendwas vergessen? Vergessen nicht, weil ich würde gerne noch mal etwas mitbeiten, was mein Bürgermeister gerade schon erwähnt hat. Angst ist kein guter Ratgeber, sinngemäß. Wenn wir uns auf das konzentrieren möchten, was klug und sinnvoll ist, dann ist es gut, auch Angst auszublenden, da wo sie auch nicht hingehört. Wir versuchen deshalb auch Haltung zu bewahren. Wie gesagt, wir melden uns nicht ab, haben auch nicht wirklich ein Problem mit der aktuellen Lage, sind vorbereitet und werden dann auch unseren Mann und unsere Frau stehen. Dass Emotionen aufkommt, ist naheliegend, aber ich denke, dort, wo sie nicht hingehört und nicht hinaus, sollte man sie auch ausblenden. Haltung zeigen, das gilt für Sie, für die Presse, genauso wie für uns als Führungskräfte und als Bürger. Ja, dann darf ich nochmal zum Schluss einmal zusammenfassen. Also, Sie sehen, die Stadtverwaltung ist gut aufgestellt, wir sind gut vorbereitet, sind aber nicht in Panik, sondern wir stellen sicher, dass das öffentliche Leben auch in seinen gewohnten Bahnen gehen kann. Ich bitte Sie als Bevölkerung eben das Gleiche zu tun. Verfallen Sie nicht in Panik, aber handeln Sie besonnen. Keine Hamsterkäufe, regelmäßiges Einkaufen oder sporadisches Einkaufen in großen Mengen macht Sinn, aber keine Hamsterkäufe dahinter zu stellen. Wir werden Sie weiter informieren. Halten Sie sich bitte selber auf dem Laufenden. Wir versuchen das natürlich über unsere Kanäle auch zu tun. Wir werden die sozialen Medien nutzen, die klassische Zeitung natürlich nutzen und alles, was dazugehört, um Sie auf dem Laufenden zu halten. Es werden aber tagesaktuelle Entscheidungen getroffen werden, die vielleicht heute nicht absehbar sind. Dafür bitten wir um Verständnis. Wir bitten vor allen Dingen um Verständnis für die Einschränkungen, die wir Ihnen zumuten. Aber sie dient unser aller Sicherheit am Ende des Tages. Und dafür stehen wir als Stadtverwaltung, dass das Leben in Castrop-Rauxel eben in möglichst geregelten Bahnen gibt. Insofern vielen Dank fürs Erscheinen und fürs Kommen und wir werden uns dann in den nächsten Tagen immer mal wiedersehen. Vielen Dank.